Qatar Airways hat mit Airbus immer noch ein Qatar Airways hat immer noch einen Disput mit Airway. Qatar Airways und Airbus sind sich immer noch nicht ganz grün. Deshalb wird eine vierte A350 von Qatar zur Auslieferung von Airbus gestrichen. Des Weiteren das System, also das System der Luftfahrt mit uns als Passagieren und so weiter und so fliegen, ist ziemlich runtergerockt. Da schauen wir mal nochmal drauf. Lufthansa-Personal geht auf dem Zahnfleisch, schreibt einen Brief an den Vorstand, Aufsichtsrat und an alle, die es, glaube ich, interessiert. Heute ist auch die Aufsichtsratssitzung, die auf Bestreben des Aufsichtsrats einberufen worden ist. Carsten Spohr ist also zumindest im heißen Wasser, aber reicht es dazu, ihn zu feuern? Dann geht's weiter. Irgendwie habe ich gestern so einen Tag gehabt, wo gefühlt jeder CEO von irgendeiner Airline mir geschrieben hat, wie wichtig ich als Kunde bin, und man entschuldigt sich. Was ist denn das für eine Kultur? Weiter geht's dann natürlich mit einem Dealzone Alert, und zwar von Stockholm, nicht nach Dubai, aber in der Business Class, auch mit der Lufthansa Group. Aber bleibt gespannt. Habe ich sonst noch etwas? Ach ja, ISG verkauft Punkte. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Deshalb abonniert den Kanal. Ziel ist ja 2500, das Projekt 2500, was von Mario ausgerufen worden ist. Also abonniert den Kanal, macht die Glocke an, kommentiert, lasst uns ein Like da, damit ihr eure tägliche Dosis von Aviation News nicht verpasst. Ihr wisst schon. Ja, was man auch nicht verpassen sollte, ist so dieser... Na, ich nenne es jetzt einfach mal Familienzwist zwischen Airbus und Qatar. Man ist da irgendwie am Verhandeln und will sich da auch vergleichen, aber auch nicht wirklich. Und Airbus sucht mit Qatar natürlich den Kompromiss, weil das für Seiten natürlich besser ist. Qatar hat aber nochmal zum medialen Gegenschlag ausgerufen. Auf CNN hat Richard Quest ja die Bilder gezeigt von dem Flugzeug. Ich fand es persönlich schwierig, die Bilder zu sehen, aber man muss natürlich immer eingedenk der Tatsache sein, dass so ein Flugzeug, wenn es in der Hitze in der Wüste steht, dass das für den Lack jetzt nicht wirklich gut ist. Und der ich ja in Dubai gelebt habe, haben ja auch viele Autos gesehen, die halt ja in der Wüste Farbe oder Lack gelassen haben. Deshalb ist das eventuell nicht so optimal. Aber nichtsdestotrotz hat man jetzt bei Airbus den vierten A350er storniert. Warum? Ganz einfach, weil seit 2021 jegliche Neuauslieferung von Qatar Airways blockiert wird. Und nachdem man halt erfolglos Lieferversuche gemacht hat, ihr kennt das ja, das Paket, wenn das nicht geliefert wird, weil der Postbote dreimal da war, ist euer Problem. Und so hat man halt vor Gericht in London eine Klage bei Airbus bekommen von Qatar Airways über 1 Milliarde US-Dollar Schadensersatz für die Schäden an der Rumpfoberfläche. Die Airline hat das halt bei 23 A350, 900 und 350.000er, die halt auch aus dem Verkehr gezogen ist. Es geht sich halt darum um Dekorschäden, so sagt Airbus. Aber ja, der Katari sagt, nö. Also das auf diesem ganzen Ding, dass was passiert, das geht gar nicht. Wobei man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen muss, dass natürlich viele Sachen hochgekocht werden, emotional, weil es darum Ehre geht und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wo die Wahrheit liegt, aber auf jeden Fall, dass der vierte A350 jetzt gestrichen worden ist, zeigt natürlich, dass da die Wogen noch lange nicht geglättet sind. Also insofern da einfach mal schauen. Dann das System ist ziemlich marode. So wird der Artikel überschrieben. Und da geht es darum, dass das aktuelle Chaos, was wir haben in Europa in Bezug auf den Luftverkehr, aus Sicht der Verdi, das ist ja die Gewerkschaft, die dafür zuständig ist, für Bodenpersonal und so weiter, sagt, dass die Beschäftigten darunter zu leiden haben. Und wenn man sich das einfach guckt,
anguckt, dann sind bei einem gewissen Krankenstand das auch Themen, die man nachvollziehen kann. Man sagt, dass 40% Krankenstand am Boden ist. Und ich glaube einfach, dass die Corona-Pandemie natürlich das Ganze verstärkt hat. Aber grundsätzlich seien die Probleme natürlich vorher auch schon gewesen. Wenn man die Arbeitgeber sich anguckt, haben die halt immer versucht, das Mögliche, maximal Mögliche möglich zu machen. Maximal heißt also auslagern, Löhne drücken auf allen Gebieten. Lufthansa hat ja dann auch die Cityline 2 gegründet und so weiter und so fort. Und Frau Behle, das ist die Vorsitzende von der Verdi, oder Vizevorsitzende, um ganz genau zu sein, gar nicht Vorsitzende, Vizevorsitzende, sagt, das System ist ziemlich marode, die Tickets decken nicht die Kosten und wir haben unterirdische Arbeitsbedingungen, irgendjemand muss für das Fliegen zahlen, bislang war es das Personal, das kann so nicht bleiben. Naja, also ich glaube, zumindest bei der Lufthansa ist das jetzt nicht so der Fall, dass da das Personal für zahlt. Also wir zahlen da schon ordentlich Geld für die Tickets. Aber wenn man sich das anguckt, ist es natürlich so, dass nachdem der Luftverkehrsmarkt in den 90er Jahren liberalisiert worden ist, die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht besser geworden sind. Und ja, die Gehälter sind halt gedrückt worden und das kritisiert eine Gewerkschaft logischerweise. Also insofern ist es halt in meinen Augen wirklich so, dass wir da schauen müssen, dass die Löhne wieder ein Maß erreichen, dass die Leute davon leben können und dass die Tickets natürlich auch auf einem Niveau sind, dass wir uns leisten können. Das ist also quasi eine Verquadratur des Kreises. Man möchte natürlich mit den Tarifverträgen dagegen steuern und man sieht ja auch, dass die Luftsicherheitskräfte, so heißen die Leute an der SIKO, ja auch Lohnsteigerungen hatten. Dann gibt es auch einen Branchentarifvertrag, der für 30 Anbieter gleichermaßen gilt. Ich wusste gar nicht, dass es 30 Anbieter gibt, ist auch interessant. Aber so ist es dann halt gekommen und man hatte sich ja auch jetzt letztens wirklich nochmal geeinigt auf eine neue Lohnrunde, dass da, glaube ich, um 1 Euro ging das. Aber natürlich ist die Situation bei der Lufthansa ein Riesenproblem und die Dauerbelastung von Krankenständen und einzelnen Einheiten von bis zu 40%, das kann ja nicht sein. Also 40% krank und ich glaube aber nicht, dass die Krankheit jetzt so ist, weil die alle Covid haben oder irgendwas, sondern weil die halt vielleicht auch psychisch am Ende sind. Weil wenn die ganzen Themen, die ich euch gezeigt habe, wie die Leute mit dem Personal umgehen, dann ist das natürlich ein Riesenproblem. Und da gehen wir halt direkt weiter. Dass das System in Frankfurt natürlich einem Notfall gleicht, dass man da Mayday, Mayday ruft, beziehungsweise Pan, 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 dreimal muss man sagen, ist das halt so, dass der Sommer 2022 für uns alle als Vielflieger ein Riesenproblem ist. Wir haben es ja in Düsseldorf gesehen mit den langen Schlangen, in Köln haben wir es gesehen, ich kann es nicht oft genug erklären, gestrige Ausgabe Amsterdam, ihr seht, also es ist auch ein internationales Problem. Und die Lufthansa hat halt ein Riesenthema, da ist also quasi ein Taifun über die Lufthansa gefegt. Man hat 3.100 gestrichene Flüge, 900 und dann 2.200. Und das alleine im Juli und August. Damit ist es halt wirklich so, dass es Ausfälle gibt. Und es gibt halt auch Flüge, die leer rausgehen. Ihr wisst ja, der Flug von Kai Diekmann, den ich ja auch in der Bild-Zeitung, den LH202er, der verlustigt war, erwähnt hatte. Aber nun gut, man muss halt einfach gucken, dass die Piloten vor allem im Cockpit zum Start der Sommerferien in Berlin und Brandenburg wirklich mit einem Riesenproblem am BER rechnet und da, BER, brrr, habe ich was zu schnell geredet. Also, dass der am BER rechnet, ganz einfach, warum? Weil der Flughafen natürlich nicht optimal aufgestellt ist. Und Matthias Bayer hat halt heute im Inforadio des RBB das auch nochmal ausgearbeitet. Er sagt einfach, dass zu viel Personal abgearbeitet worden ist, rausgeschmissen worden ist und man auch keine Puffer hat. Und das ist natürlich bei 40%, die fehlen, da kannst du auch ehrlicherweise keine Puffer haben. Aber wenn du halt keine Puffer hast und dann nochmal 40% fehlen, man hat eh schon zu wenig, dann ist das eine Katastrophe, die nicht nur vorprogrammiert ist, sondern die muss man einfach sehr, sehr wichtig oder sehr, sehr offenen Auges wahrnehmen. Also das kann man einfach nicht übersehen. So ist es der Gedanke richtig. Und jetzt muss man halt einfach gucken, was bei der Lufthansa halt auch passiert. Selbst bei den Fluggesellschaften ist natürlich auch nicht genug Manpower da. Und ich darf leider nicht aus vertraulichen Gesprächen zitieren, aber das ist auch die Meinung bei einigen Leuten im Konzern oder ehemaligen Leuten aus dem Konzern.
Und man hatte einfach nur geguckt, dass der Konzernvorstand bis Februar 2022 suggeriert hat, man müsse Lufthansa massiv redimensionieren und Personal freistellen. Und man hat einfach auch schon gesehen, dass die Buchungslage sich erhöht. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass die Gewalt an Flughäfen ein Maß bekommt, was gar nicht in Ordnung ist. Und man sieht das einfach, man muss halt einfach gucken, dass es kann ja nicht sein, dass Gate Agents mit Polizeischutz zum Gate geführt werden und auch Monitore geflogen sind oder aber auch, dass jemand sich mit Stichen hat ins Krankenhaus einliefern lassen, um die genäht zu bekommen. Und das ist halt wirklich das Problem, warum dann natürlich damit 40% Personal am Ende ist. Die Mitarbeiter fordern natürlich deutliche Kurskorrekturen, sparen um jeden Preis, ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was Sinn macht in meinen Augen. Warum? Ganz einfach, weil die Interessen von uns als Kunden, von uns als Passagiere ganz klar da ignoriert werden. Und das muss in meinen Augen ein Ende haben. Und das Verhältnis innerhalb des Konzerns ist ja auch, nennen wir es mal zumindest, angespannt. Da gibt es dann das nächste Thema, und zwar Carsten Spohr. Er grinst zwar vor sich hin auf den Bildern, aber die Frage ist, ist das ein Grinsen, weil er so schelmisch ist, oder ist das eher so verzweifeltes Grinsen? Weil heute hat der Aufsichtsrat den Vorstand im Prinzip eine Aufsichtsratssitzung aufs Auge gedrückt. Warum? Ganz einfach, weil natürlich das Chaos mit 3000 Flügen, was da ist, die gestrichen worden sind, 3100, es geht natürlich gar nicht. Die Kunden sind alle natürlich sauer, zu Recht. Dann die Preise. Also ist der Kurs von der Lufthansa ein Riesenthema. Und ich hatte es auch in der letzten Folge gesagt, ich sage es diesmal, ist die Frage, ob der Stuhl, auf dem Carsten Spohr sitzt, als CEO der deutschen Lufthansa AG oder Lufthansa Group, das muss ich ja sagen, weil von der Lufthansa selber, klar, ein anderer CEO, aber von der Lufthansa, ob das ein Riesenproblem ist, weil er hat ja mit den Sparmaßnahmen laut eigener Aussage sich ein bisschen verkalkuliert, vergaloppiert, wenn man es anders formulieren möchte. Aber ich glaube ganz einfach, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Und diese Sondersitzung wird also wirklich die Kompetenz und die aktuellen Handlungen und Entscheidungen, die Carsten Spohr gemacht hat als Chef der Lufthansa Group, da wird er sich einfach erklären müssen, öffnen müssen und sagen müssen, hey, so habe ich mir das gedacht. Deshalb kann es am Ende davon, wie Leute berichten, davon passieren, dass man sagt, adiosos, Carsten, danke dir, viel Spaß in München. Ich weiß es nicht, er wohnt in München, falls ihr das nicht wisst. Ja, also ich denke einfach, dass die Arbeitnehmer natürlich mehr Transparenz wollen, wie sie sagen, und dass das natürlich die Leute nervös macht und dass es halt eine riesen Arbeitsbelastung ist. Mit den Ticketpreisen hatte ich ja schon erwähnt, dass man diese einfach jetzt erhöht und da halt dann auch guckt, dass man eine Möglichkeit hat, um Ersatz zu finden für die Leute, die halt geflogen sind. Des Weiteren gibt es ja auch die, ich nenne es jetzt einfach mal, Scheißhausparole, und da kann ich direkt zitieren, das habe ich hier auf dem anderen Monitor mit einem Auge übrigens nochmal gelesen, dass die Lufthansa auch nochmal überlegt, noch mehr Flüge zu stornieren oder zu canceln. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich es gelesen habe. Ihr seht, ich lese während ich Sendung mache noch parallel für euch mit. Aber nichtsdestotrotz ist es halt wirklich so, dass man da halt nochmal aufs Ganze geht und nochmal schaut, inwieweit man da den Flugplan nochmal ausdünnen muss, weil Personal fehlt und so weiter und so fort. Ich finde es schwierig, und ich gehe nicht davon aus, dass Carsten Spohr heute geschasst wird oder dahin geht, wo der Pfeffer wächst. Ich glaube einfach, dass Carsten Spohr vielleicht einen auf die Finger kriegt. Warum? Weil der Aufsichtsrat hat den Kurs ja spätestens, wenn es um die Mitarbeiterentlassungen geht, mitgetragen oder vielleicht sogar forciert, um die Gewinne zu erhöhen, die Verluste zu minimieren. Ihr könnt euch da selber ein Bild draus machen. Also insofern ist nicht wie immer richtig, ne? Also wenn da zum Beispiel jemand im Fußballverein Trainer ist, aber vom Vorstand gesagt kriegt, so muss das gemacht werden. Schwierig, den Trainer zu entlassen, weil er das getan hat, was man ihm aufgetragen hat. Kommentiert unten, sagt, was ihr dazu denkt. Ja, gestern gab Christine Omires-Weidener,
das ist CEO von der TAP Group, eine E-Mail. Und diese E-Mail ist an mich auch an mich gekommen. Dann habe ich eine E-Mail bekommen von Scandinavian Airlines, von SAS, von Anko van der Werf, der CEO. Ich habe noch andere E-Mails bekommen von CEOs, die dann immer wieder gesagt haben, ja, wir sind ja alle so traurig, dass gewisse Dinge passieren. Wir versprechen euch bei Eurobonus, dass das alles wieder weiterläuft. Ihr könnt noch alles benutzen. Also es ist da kein Ende in Sicht. Und das ist halt mein Thema. Also TAP schreibt dann, man ist sorry, man hatte die letzten 2 Jahre so richtig Stress gehabt und man hat letztes Wochenende bei TAP da halt ein paar Probleme gehabt und so weiter. Aber man dankt jedem und ich kann das alles gar nicht vorlesen. Also ich meine, wenn man die Abschlussformel dann so sieht, so nach dem Motto Happy to see you on board soon, thank you, Christiane Omiris-Weidener, CEO TAP Air Portugal. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, warum glauben denn viele Leute, dass TAP Take Another Plane heißt oder andere Fluggesellschaften, Piers, glaube ich, please inform Allah oder sowas, weil einfach die Fluggesellschaften ihren Ruf haben und bei der TAP hat es ja vorher auch nicht wirklich funktioniert. Bei der Scandinavian Airlines hat es funktioniert. Was denkt ihr, wenn ihr solche Briefe bekommt von den CEOs? Sagt ihr, okay, oder ist das für euch Marketinggewäsch? Vor allem, weil man ja weiß, schreibt der das wirklich oder die das wirklich? Oder ist das irgendwie so eine Marketinggeschichte, die eine Marketingabteilung schreibt, weil so nach der Mutter, wir müssen jetzt mal mit den Kunden wieder kommunizieren und müssen da so ein bisschen den Ball flach halten. So. Ja, aber wie gesagt, man muss es sich einfach angucken. Ich finde, manchmal sollten sie weniger Briefe schreiben, sondern einfach nur das tun, was man tun muss als CEO, die Firma führen und für uns halt einfach das Thema so halten, dass wir gerne und weiter fliegen. Jetzt seit langem wieder ein anderes Thema. Ja, ganz genau, es geht um IHG. IHG hat einen Flash-Sale mit 100% Bonuspunkten und einem erhöhten Limit für den Kauf. Und zwar, wenn man sich das anguckt, kann man bis zum 15. Juli 100% mehr Punkte kaufen und man kann diese Punkte jetzt mit einem Maximum von 150.000 Punkten kaufen. Normalerweise, das ist aber erhöht worden auf 250.000 und das ist halt eine gute Sache manchmal. Ich habe zum Beispiel auch aus den Punkten, aus 140.000 Punkten habe ich 900 € sonst hätte ich zahlen müssen in Berlin zur ILA, weil ich zu spät gebucht habe und weil ich doof war. Aber ihr könnt jetzt 250.000 Punkte kaufen mit dem 250.000 Punkte Bonus, also 100%. Das sind dann 500.000 Punkte mit 2.500 US-Dollar als Preis. Mein Konto ist in den USA. Macht es Sinn, das zu kaufen? Natürlich macht es Sinn, wenn man einen Use Case hat. Und leider sind die IHG-Preise natürlich jetzt aufgrund des Cash-Preises so ein bisschen damit kombiniert. Und es gibt aber natürlich auch manchmal so ein bisschen Probleme und Verschiebungen. Ich denke mal, es macht Sinn, wenn man das kaufen kann, vor allem wenn man halt 100% da bekommt. Und das macht dann in meinen Augen dann wieder etwas Spaß und Sinn. Schreibt einfach unten, ob ihr bei IHG gerne sammelt. Oder ob ihr bei IHG einfach nichts sammelt, weil ihr sagt, auch das neue Programm mit der Umstellung ist jetzt nicht so prickelig. Also schauen wir einfach mal, wie das wird. Und wir reden hier auch schon wieder so lange. Ich muss mal ganz einfach gucken, wie lange das hier dauert. Ach, wieder aus dem Bild gerannt, auf den Monitor geschaut. Ach ja, lange. Jetzt muss zum Ende kommen. Aber das Ende ist immer nah. Und in dem Fall ist es so, die Dealzone Business Class mit der Swiss von Stockholm nach Bangkok, nicht nach Dubai, ja. Für 1.550 € und ein bisschen ist es so, dass man mit der Swiss fliegen kann. Von Stockholm über Schweiz zum Beispiel nach Bangkok. Ist lustigerweise ein Tarif, der nicht in der P-Klasse ist, sondern in der Z-Klasse, gibt also 150% Meilen. Ist also für den einen oder anderen durchaus dann doch wieder interessanter. Zwar nicht die 200.000 wäre geil. Aber ansonsten ist es doch gut. Also Stockholm, Zürich, Zürich, Bangkok wäre das Ziel. Dann wieder zurück. Kostet dann preislich gesehen, wenn man das vergleicht mit anderen Fluggesellschaften, ist man da so in einer guten Gesellschaft mit 1.600 €.
Und wenn ihr natürlich die Meilen wissen wollt, da gebe ich euch natürlich die Meilen. Und zwar, wenn man die Meilen sammelt bei Lufthansa Miles & More, gibt es 19.376 Meilen für hin und zurück plus die 1,5-fachen Meilen, also 50% Aufschlag. Ist doch schon mal was. Ich finde das in meinen Augen spannend. Was gibt es zum Ticket zu sagen? Eigentlich gar nichts, weil es gibt keine Restriktionen großartig aus, dass man sagt, dass ein maximaler Aufenthalt von 12 Monaten möglich ist. Das war doch smooth, das war doch toll. An dieser Stelle danke, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart, bei der Take-Off-Sendung heute am, was ist denn heute, Mittwoch, genau. Morgen haben wir wieder neue News, schaut morgen wieder rein, abonniert den Kanal, denkt dran, die Glocke anzumachen, aber auch uns ein Like dazulassen und wie immer kommentieren, kommentieren, kommentieren. Danke, dass ihr das getan habt und bis morgen in Alter und in Frische. Also, ciao, jetzt ist aber Schluss. So, aus.